Ach, wirklich? Mensch, wie kommst du denn darauf? So, also Hallo. nochmal. Hallo, hallo. Das Durchklicken funktioniert auch nicht so gut, wenn die Kamera Wilbur, rausfahren was? muss. Ja, das hatten wir das schon. Bla, 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 bla. Runde Können wir noch Glücksrad. eine Runde? Gehören auch zwei, mein Kleiner. Also, kommt jetzt nochmal blau? Das wäre lustig, wenn immer die gleiche Reihenfolge kommen würde. Welche Farbe? Blau. Blau. Blaue. Grüne. Rote. Gelbe. Nee, gelbe gab's gar nicht, oder? Nee, blaue, rote, grüne, alle. Nee, braune gab's noch, Es genau. wird ein blaues Feld sein. Also gut, los geht's. Ist wirklich immer die gleiche Reihenfolge, oder? Nein, es ist gelb, verdammt. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es noch einmal versuchen? Jo. Aber nur noch gern. Welche Farbe? Ich drehe jetzt Es rot. wird ein rotes Feld sein. Also gut, los geht's. Wunder, dass es überhaupt beim ersten Mal geklappt hat. Grün. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es noch einmal versuchen? Na klar. Aber nur noch gern. Welche Farbe? Ich hatte noch, gelb hatten wir noch nicht. Oh. Es wird ein gelbes Feld. Also gut. Ich ahne, dass ich irgendwie schummeln muss. Oh, ist tatsächlich mal ein gelbes. Hervorragend! Du hast recht, also weit. Welche? Rot? Warte Es mal. wird ein rotes Feld sein. Also gut, los geht's. Ich glaube nicht, dass das System haben, dass das System hat. Nein! Ah, das war leider völlig daneben. Ja. Willst du es doch? Nee. Lieber, wie du meinst, du kannst es. Kann ich das Eichhörnchen hier vielleicht mit Tinte beschmeißen und dann sehe ich's? Ja, lauf schneller, Opa. Ich müsste ihn ja irgendwie ablenken, damit ich seine Kristallkugel. Oder kann ich selber Kristallkugeln? Nee. Ich kann ja auch gar nichts. Doch, ich kann die tauschen, aber. Wie soll ich das machen? Ja, weiß ich doch nicht. Tinte ins Gesicht, bam. Ich kann die Kugel nicht einfach mitnehmen. Der Schausteller wird. Ach Quatsch, das würde er nie merken. Niemals. Ich würde gerne in den Sumpf gehen, weil ich weiß, da war auch noch was, aber ich darf anscheinend noch nicht. Und ich bin jetzt leider auch ein bisschen. Ach so. Schaustellerwagen. In die Richtung darf ich auf jeden Fall schon mal. Ich kann jetzt jederzeit was. Ja, schön, dass ich was schreiben kann. Ja, ich brauche immer noch ein Bindfaden. Ich muss den verdammten Knickel fangen. Das bringt mir zwar rein gar nichts, aber ich will trotzdem das Knickel fangen. Kann ich ihm vielleicht eine Karte verticken? Ne, kann ich nicht. Oder ist das ein Schnellreisesystem? Ah, dafür ist das Ding gut. Ah, okay, das ist natürlich wesentlich angenehmer als rumlaufen. Na gut, dann gucke ich hier nochmal vorbei, ob hier nicht irgendwie noch was. Warte mal, ich könnte die Beschwerdenbriefe, könnte ich hier nochmal rausholen? Kann ich die vielleicht? Nee, geht gar nichts. Hier geht wirklich rein. Absolut überhaupt nichts. Nicht mal Musik geht hier. Tick. Ja, Quatsch. Ja. Also ich trete hier gerade so ein bisschen auf der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde ja gerne die Ratte rausholen, aber das geht, glaube ich, erst später. Stadtwache? Hat die vielleicht was zu sagen? Hallo, Herr Schiff. Hallo, Geist. Ja, hat er. Laut Meister Markus habe ich durchaus das Zeug dazu, ein Diplom-Magier zu werden. Markus unterrichtet wieder? Ja. Ja, und er will mich als Schüler. Das kann ich mir vorstellen. Und was will er dafür? Ich muss nur einen Zauberstab und eine Magierrobe mitbringen. Und sonst? Naja, und ein Haufen Gold. Da haben wir's. Er will dich doch nur ausnehmen. Glaub mir, du kannst kein Diplom-Magier werden. Wirf dein Geld nicht zum Fenster raus. Sie werden es schon sehen. Genau. Ich besorge mir mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Da bin ich aber gespannt. Krummel. Kann ich ihn vielleicht irgendwie bezaubern? Nee. Ja, ich kann immer noch nicht so richtig viel machen. Eine außer Tasche. Ja, kann ich ja vielleicht draufmalen.
Also ich glaube, ich brauche das Baguette irgendwann nochmal. Quatsch, Sandwich ist es aber. Also eigentlich, theoretisch kann ich eigentlich nur noch was beim Magier machen, oder? Ich habe halt, ich drehe halt so lange am Rad, bis ich Glück habe, alles. Ach so, oh. Meister Markus. Verdammt. Was sind denn das für Sachen in diesem Karton? Ah, das ist nur alter magischer Krempel. Bedien dich. Sehr gut. Danke. Hier ist eine Nadel und etwas Garn. Haha. Und hier sind drei kleine Glaskolben mit farbigen Tränken. Alle mit Korken verschlossen. Aha. Der Rest scheint wirklich nur Krempel zu sein. Ein alter Stoff-Teddy, ein aufgerissener Lederbeutel, etwas Seife. Das interessiert mich alles nicht. Ja, gut, natürlich, wenn man wieder die Hälfte vergisst. So, jetzt kann ich, glaube ich, die Tränke... ja, die haben Farben. Verdammt, nein. Kann ich vielleicht eine hier... Eine Fiole mit einem roten Trank. Ein blauer Trank. Ja, dann wird das da einer davon sicherlich doch ein Schrumpfungstrank sein, oder? Kann ich die nicht einfach mal zu mich... Ich soll einen Trank trinken, andererseits... Ja. Ja. Ja, ich leuchte. Nichts. Verdammt. Gut, denn den blauen Vielleicht Trank? Vielleicht hat der zweite Trank irgendeine Wirkung. Seltsam. Wieder nichts. Oh. Doch, Moment. Alles dreht sich leicht. Vielleicht war das Alkohol. Hoffentlich nicht. Ich darf noch keinen Alkohol trinken. Oh. Ja, hat leider nicht ganz so lange gehalten, der Trank. Ein grüner Trank. Ich habe keine Idee, was er bewirken könnte. Aber ich. Deswegen habe ich mich schon mal taktisch klug positioniert. Ja, jetzt trink doch mal. Ich trinke aber nur einen winzigen Schluck, falls es wieder Alkohol ist. Aha. Dann habe ich die Piole nämlich noch. Alles wird größer. Hahaha. Endlich mal ein sinnvoller Trank. Irgendwo dort in der aber ich bin viel zu... Ja, das ist auch kein Problem. Wir haben noch jetzt also hier den... Also schön. Wlupp. Hält, glaube ich, bloß nicht so lange. Ich bin beinahe klein genug, um in... Ja, denn. Nochmal. Die Welt ist noch nicht groß genug. Also ein weiterer Schluck. Oh, oh. Gut, dass sie immer nachlassen nach einiger Zeit. Nichts. Dieser Trank scheint die Welt nur auf eine bestimmte Größe zu vergrößern und dann nicht weiter. Verdammt. Ich bin beinahe klein genug, um in die Kanal... Ach. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall... Achso, ich werde wieder größer. Ich glaube... Hallo, Herr Krämer. Ich habe versucht, in die Kanalisation zu kommen, aber ich bin zu groß. Das hast du bestimmt noch nicht oft sagen müssen, oder? Ich hätte da was für dich. Ja. Das ist ein Schrumpfring. Er lässt seinen Träger schrumpfen. Das könnte helfen. Danke. Wie danke? Erstmal bezahlen. Ja, ohne geht aber nicht hier, Junge. Ja, wissen Sie, behalten Sie ruhig den Ring. Ich kann ja nach einer anderen Möglichkeit suchen, in die Kanalisation zu kommen. In den nächsten Tagen oder Wochen wird mir schon etwas einfallen. Und bis dahin werden Sie mit dem König der Diebe schon klarkommen, oder? Also schön. Hier. Aber jetzt erledige den Nager. Jo, ich muss noch weiter. Wenn's sein muss. Ha, endlich wieder ein klarer Weg, was ich zu tun habe. Jedenfalls als nächstes. Ich glaube, mittelfristig ist das... Boah, der ist mir irgendwie unheimlich. Mal sehen, ob er funktioniert. Bup. Das ist ja ekelerregend. Bin nur noch zu groß. Nö. Irgendwo dort in der... Aber ich bin viel zu... Ja, dann warte mal, machen wir mal diesen hier. Also schön. Das muss Ring. Wohl sein. Ja, muss. Herrlich. So, jetzt schnell da rein. Hoffentlich wachse ich nicht, solange ich in der Kanalisation bin. Ach, Quatsch. Also los. Wir sind so riesig. Uff. Der Geruch ist nicht gerade anregend. Ich frage mich, wo diese... Hallo!
Bis hierher und nicht weiter. Wer bist du? Und was willst du? Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Nee, wir sind... Ach, ich kämpfe hier mal einfach. Ich drücke einfach mal alles durch. Mein Name ist D'Artagnan und ich bin der beste Fechter der Welt. En garde. Wäre das nicht beeindruckender, wenn du wenigstens einen Degen hättest? Der würde mir auch nicht helfen. In Wahrheit ist mein Name Wilbur Wetterquarz. Ich bin ein mächtiger Magier. Bald. Ja, habe ich. Ich habe gesehen, wie sie dem Krämer draußen entkommen sind. Das war sehr beeindruckend. Danke. Ich glaube allerdings, der Krämer sieht das anders. Mir kamen sie vor wie ein echter Held. Dabei sind sie nichts weiter als ein Dieb. Das ist unbestreitbar. Ich habe den Krämer bestohlen, schon viele Male. Und ich werde es wieder tun. Ja, denn? Warum? Ja, warum denn? Warum tun sie das? Warum stehlen sie? Vielleicht bin ich einfach raffgierig. Sieh dich um. Ich liebe den Luxus. Das glaube ich nicht. Wenn ich dir sage, dass ich für meine Familie und meine Freunde sorgen muss, dass für uns Ratten nicht genug Nahrung übrig ist, seit die Bewohner geflohen sind, würde das etwas ändern? Nein, dann wäre ich immer noch ein Dieb. Aber ein sympathischerer. Anders vielleicht? Aber müssen Sie denn stehlen? Können Sie nicht irgendwie anders an Nahrung kommen? Wie denn? Sollen wir hier unten Getreide anbauen und dann Brot backen? Wir sind Ratten. Wir haben nicht mal vernünftige Daumen. Ihr könntet raus aus der Stadt. Im Wald und auf den Feldern wächst genug Essbares. Ich würde ja gehen, aber wie soll ich die anderen dorthin bringen? Einige sind so schwach, dass sie schon auf allen Vieren laufen. Oh. Ich kann niemanden zurücklassen. Ich habe da so einen Auftrag. Ich habe einen Auftrag vom Krämer bekommen. Ich soll sie unschädlich machen. Ja? Was gibt dir der alte Geizkragen dafür? Nun, ich darf mir dafür drei Sachen aus seinem Angebot aussuchen. Das heißt, du jagst mich aus persönlicher Gewinnsucht? Du bist ein Kopfgeldjäger, Wilbur Wetterquarz. Ja. Nein, nein. Ich bin auf wichtiger Mission unterwegs. Und dafür brauche ich Hilfe vom Krämer. Du solltest dir deine Freunde besser auswählen, Wilbur. Ich werde mich zumindest nicht gefangen nehmen lassen, nur damit der Krämer seine Rache hat. Aber ich brauche dringend, ja, genau. Aber wir wohnen hier noch alles. Wer außer Ihnen lebt denn sonst noch hier unten? Oh, jede Menge interessanter Leute. Meine Familie und auch die anderen übrig gebliebenen Rattenfamilien natürlich. Erst kürzlich ist Onkel Alfredo zu uns gestoßen. Er hatte vorher ein gutes Leben in einer Zwergebastion. Doch dann ist ein wild gewordener Roboter auf ihn losgegangen. Oh, wie schrecklich. Der Arme wacht immer noch schreiend aus dem Schlaf auf. Jo. Außer uns Ratten gibt es noch einige Schleimmonster, Riesenspinnen und ein paar Skelette und den ganzen Kram, den junge Abenteurer in der Kanalisation erwarten. Kommen viele Leute hier runter zu Ihnen? In letzter Zeit nicht mehr. Früher, als oben in der Stadt noch etwas los war, da kamen ständig irgendwelche Abenteurer mit den seltsamsten Aufgaben hier runter. Es war fast, als stünde oben jemand, der die Neuankömmlinge reihenweise nach unten in die Kanalisation geschickt hat. Verrückt. Ja, völlig abwegig. Also wirklich, wie soll's dazu kommen? Also, ich bräuchte übrigens mal die Maske. Aber ich muss dem Krämer ihre Maske bringen. Ohne die Maske wird er mir nicht helfen. Und dann werde ich nicht in der Zaubererschule aufgenommen. Und dann werde ich kein mächtiger Magier. Und dann kann ich nicht zum Erzmagier. Und dann kann ich ihm den Ring nicht geben und habe versagt. Ziemlich kompliziert, oder? Sie müssten mal meinen Questlog sehen. Auf jeden Fall soll ich sie ausschalten und dem Krämer ihre Maske geben. Willst du mich denn töten? Nein. Könntest du mich denn töten? Wohl auch nicht. Dann solltest du dir etwas anderes einfallen lassen. Ja, vielleicht was zu essen? Aber wenn ich euch genug Nahrung besorge, sodass ihr euch einmal richtig satt essen könnt, könntet ihr dann nicht alle die Stadt verlassen? Sicher, aber wo willst du so viel Essen finden? Willst du es stehlen? Doch, ich kenne das im Baguette. Ist es denn Diebstahl, wenn man für eine hungernde Rattenfamilie etwas Brot nimmt? Ja, allerdings würden wir dir das niemals vergessen. Wir Ratten können helfen, weißt du? Wie denn? Wie könnt ihr mir helfen? Wenn du Zauberer werden willst, hast du noch eine Menge Arbeit vor dir. Und du würdest dich wundern, was man hier in der Kanalisation alles finden kann. Wir können dir vieles besorgen, was du sonst nirgendwo findest. Würdet ihr das tun? Na klar, das ist der Deal.
Du besorgst uns etwas Essbares. Nicht zu knapp. Und dafür helfen wir dir, Magier zu werden. Ich bräuchte aber trotzdem noch Ihre Maske. Na gut. Wenn es sein muss, werde ich dir auch meine Maske geben. Aber erstmal musst du uns die versprochene Nahrung bringen. Kein Problem. Hoffe ich. Ich muss... Mann, ich würde gerne ein bisschen rumgucken. Naja, ich muss mal wieder raus an die frische Luft. Willst du einen neuen Schlachtplan entwerfen? Hehe. Nee, ich glaube ich... Ach so, und ich kann ja trotzdem... Dinger. Das sind eklige Dinger. Was gibt's denn sonst? Oh, Röhre? Wir Gnome leben zwar auch unter der Erde, aber das hier wäre nichts für mich. Oh, Wasser? Das ist ekliger Kanalschleim. Und als Krönung ist er noch mit Schimmel überzogen. Hoffentlich werde ich nie gezwungen, den anzufassen. Ach, warum denn nicht? Oh, ich kann was mitnehmen. Ich kann Schleim einpacken? War ja klar. Ja klar, war es klar. Ivo freut sich da... Oh. Schimmeliger Schleim, also den brauche ich sicherlich noch zum Kochen. Also wie sei verraten, ich weiß auf jeden Fall, dass ich hinter irgendeinen Trank brauen darf.